Schnäppchenjäger aufgepasst. Der erste Sonntag im Juli gehört in Rot an der Ruhr den Jägern und Sammlern. So strömten mehrere tausend Menschen am Wochenende zur 30. Auflage des Eifeler Flohmarkts und nahmen die Waren der 70 Händler unter die Lupe. Wer seine Küchen- oder Kleiderschränke neu bestücken wollte, der war in Rot an der Ruhr genau an der richtigen Stelle. Auch für fleißige Handwerker wurde allerlei geboten. Und manche Profis machten den Flohmarkt gleich zu ihrer Arbeitsstätte. Also dann bis zum nächsten Jahr auf dem Eifeler Flohmarkt.